Also ihr meintet, als Kind können wir auch in die Gerudo-Festung, ja? Ne, beim fliegenden Händler muss ich sowieso nochmal vorbei, aber da muss ich ja von der anderen Seite in die Wüste rein, ansonsten komme ich da ja nicht durch. Ich muss ja den Fahnen folgen. Das ist ja mein Problem. Ich hole mal Epona, ne? Hat man schon lange nicht mehr. Oh, Leute. Ja, meine Nase ist gerade zu. Das ist super nervig. Ich weiß nicht, habt ihr auch... kennt ihr das, so Allergieprobleme zu haben? Scheiße unangenehm, wer es kennt. Fühlt das sicherlich mit mir. So, irgendwo war ein Stein. Ist halt mega nervig, die ganze Zeit durch den Mund zu atmen, wenn du nebenbei eigentlich sprechen musst. Heuschnupfen, ekligstes Gefühl. So, aber hier war doch irgendwo der Stein, oder? Hausstauballergie, ja, ist auch mega nervig. Meine Frau hat Hausstauballergie und Ambrosia-Allergie. Es dauert noch ein bisschen, Kitsune. Also es wird wahrscheinlich die nächsten 1-2 Monate noch so bleiben. Also bei mir ist so morgendlich aktuell so der Zustand, dass ich erstmal Nasenspray rein, dann gegebenenfalls zum Schlafen nochmal Nasenspray und wenn es richtig scheiße ist, muss ich halt Allergietablette nehmen. Das ist so dann ab Juli, Juni, Juli, August täglich so bei mir. Super nervig. Meine Nase war ein Jahr verstopft, bekomme jetzt Allergiespritzen seitdem. Ja, ich habe auch zwei Jahre Allergiespritzen bekommen. Gegen eine Allergie, seitdem habe ich im Mai, glaube ich, keinen Heuschnupfen mehr. Nein, müsst ihr keine gute Besserung wünschen, das ist halt normal für mich. Aber der Stein ist weg. Der scheint als junger Link nur da zu sein, dieser Stein, den ich gerade suche. Du suchst den Stein, ich glaube, der existiert nur in der Vergangenheit. Na gut, dann kann man aber nicht wegmachen. Dann können wir nicht wegmachen. Die anderen Steine müssten wir alle schon mal hochgehoben haben. Theoretisch. Ja, ist halt super nervig, ne? Mit diesen Allergien. Wenn man mal dran denkt, früher hatten die Leute einfach gar keine Allergien. Voll krass eigentlich, oder? Dass die Leute früher null Allergien hatten und das eigentlich alles nur durch die Ernährung mittlerweile heute kommt. Ist schon krass eigentlich. Ja, aber die fliegenden Ananasse, die sind ja im, wenn ich erwachsen bin, nicht da. Gibt's ja komischerweise nicht, wenn man erwachsen ist. Ariana, hallihallo. So, hier haben wir schon mal nix. Gar nix. Düdelü, düdelüdü. So, ich glaube, die hatten das früher auch, aber man hat nichts erkannt. Da war irgendwie alles die Schwindsucht. Schwindsucht? Echt? Damit wollte man das nicht wahrhaben, dass man Allergie hat. Okay, also Lady Makoros hat sich gerade verabschiedet. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Lady Makoros, falls du es noch sehen kannst. Danke, dass du mit dabei warst. So. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da runter zu hüpfen. Keine Ahnung. Was geht ab hier? Wir sammeln Skulltees. So gut wir können zumindest. Okay, ich würde mal runterhüpfen. So, und zwar einmal so hier. Und dann... Zack, da ist erstmal ein Loch drin. So, ich mache erstmal wieder Nacht. Düdüdü, düdüdü. Doodle-doo.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Okay, hier ist auch nichts. Wir gehen mal rein. Aha. Da ist ein Herzteil. Das ist schon mal gut. So. Schön. Hi Chris, was geht? Ja, wir sind halt auf Skuldi-Suche, finden ab und zu noch mal ein paar Herzteile unterwegs. Und aktuell haben wir den Stand von 172, das heißt 28 fehlen noch. So schaut's aus aktuell. So. Ja, und wir haben jetzt halt schon die Steppe fertig. Den Haljasee, Lon-Lon Ranch. Kokiri-Wald war sowieso fertig. Die Dungeons sind alle fertig. So ist so ein bisschen der Stand. So, die Frage ist, wenn ich jetzt hier mit meinen Boots lang hüpfe, komme ich da rüber? Das wird knapp. Versuch's trotzdem. Jo, geil. Hätte ich nicht gedacht. Das war aber auch echt knapp. Also ich freue mich, wenn der Hack vorbei ist, echt? Kein Bock mehr auf den Hack oder was, Ariana? So, haben wir hier oben noch irgendwas? Genau, da muss ich eine Wundererbse einsetzen. Habe ich auf dem Schirm. Da hing gerade rechts eine oben. Wo ist da rechts oben? Meinst du hier an der Wand? Rechts oben? Als ich von hier rüber gesprungen bin, oder wie? Ich habe gerade überhaupt nichts gesehen, weiter. Na gut, jetzt hängt sie wahrscheinlich nicht mehr da. Jens, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ein schönes Wochenende noch. So, I didn't see anything leider. Es kann aber auch sein, dass die gerade nicht gespawnt ist. Müssen wir uns dann von oben nochmal angucken. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Jetzt in nächster Zeit noch nicht, Chris, mit dem Four Swords. Aber auf jeden Fall kann man das mal machen. Guck mal, da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Frage ist, wie time ich denn das? Aha. Ich bin. Hallo, ich bin. Okay, das war zu früh. Wie mache ich denn das? Shit. Das ist ja super nervig. Skuldis jagen? Ja genau, ich bin gerade auf Skuldi-Jagd. Aktueller Stand 172. Noch 28. So, keine Ahnung. Rabbelmine? Jo, die fährt halt überhaupt nicht so, wie ich will. Warte mal. Wie, warte mal? Bin nur überrascht, was für ein Käse ich damals erzählt bekommen hatte. Ich habe gerade einen Herzcontainer eingesammelt, Kitsune. Ich habe gerade einen Herzcontainer eingesammelt. So. Shit. Bombenpfeile, ja. Ja, die ist ja komplett daneben gegangen. Herzteil nicht als Container. Ja, ist dasselbe. Dü-dü. Wie ist denn das mit der Erbse? Mit der Erbse fliegt man da doch auch lang, oder?
Kann das sein, dass ich mit der Erbse da auch lang fliege? Shit. Aber das könnte auch ganz knapp, ganz knapp klappen. Meine Güte. Nein! Shit, ey. Okay, ich geb's auf. Na, mit den Eisenstiefeln wird das, glaube ich, auch nichts. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wir hier als Kind vielleicht eine Erbse einpflanzen müssen und dann... Kann ich unter Wasser... Kann ich unter Wasser Krabbelminen senden? Mario mag drehen. Okay, let's go. Ich kann leider unter Wasser nichts senden. Und hallo, Marcel. Keine Schultertasten benutzen. Ach Mann. Das macht sie sich besser. Ja, ich glaube, wir müssen als Kind hier ran. Geht das nicht mit dem Käfer, den Steinen kaputt? Mit dem Käfer? Ich komme als Kind wieder. So einfach ist das. Wir müssen hier sowieso nochmal rein. Wir müssen hier eine Erbse pflanzen. Und ich denke mal, dann kann man vielleicht auf der Wundererbse fliegen, da vorbeifliegen und dann passt das. Ich hoffe. Ja, Krabbelminen habe ich gerade schon versucht. Ging nicht. Zumindest habe ich gerade 10 versemmelt und nicht getroffen. Kam nicht mal in die Nähe davon. Deswegen, ich versuch's mal mit Erbse. Mit Wundererbse. Ich muss da sowieso als junger Link nochmal hin. Dementsprechend Feuer frei. Miau. Ba, 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 ba. Ja, Leute, also ich muss schon sagen, ich hätte gedacht, wir kommen mehr voran in dem Stream. Vielleicht wird es wirklich so, dass wir noch ja, extra Stream machen werden. Also das nächste Woche ein Stream stattfindet, je nachdem wie es passt. Und dann halt noch ein Stream stattfindet mit letzten Skulltees plus Finale gegen Ganon. Also so wie es aktuell läuft, weil wir haben jetzt in dieser Folge, ich glaube, weiß nicht, es haben 50 gefehlt oder 48 und jetzt, ich weiß nicht, 20 Stück. 20 Stück haben wir geschafft. Müssen wir mal sehen, wie es läuft weiterhin. Je weniger es werden, desto schwieriger wird es möglicherweise. Ist schon übel auf jeden Fall. 200 Skuldis ist eine ganz eigene Hausnummer. So, genau. Aber er hat gemeint, ich komme wohl auch als junger Link so in die Gerudo-Festung. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Rechne damit, dass Garlands Schloss sehr schwierig sein wird. Der Garlands Schloss ist schon fertig, Eva. Ich muss nur noch in die Bosstür. Also ich muss nur noch Ganon plätten. Das Schloss ist schon... Guck mal, da ist direkt eine Skulltee. Garlands Schloss ist schon erledigt. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich muss wirklich nur noch den Endgegner machen. So, wie machen wir das jetzt? Und hier? Das könnte passen, ne? Ja. Ach stimmt, Alzheimer lässt grüßen. Ah, da ist eine Kiste, tatsächlich. Da kann man wirklich einfach drüber. Stimmt. So, hattet ihr... Es wurde ja eben gesagt, hier hängt irgendwo eine Skulltee an der Wand. Jetzt nicht mehr. So, oh, ich sehe keine Skulltee leider. Wo hattest du die gesehen? Vielleicht aber auch als nur als Erwachsener, das kann natürlich auch sein.
Hm. Na gut. Ich würde sagen, wir jumpen mal runter. Wir kommen jetzt halt als Kind darüber. Das ist halt auch mega merkwürdig, ne? Okay. Habe ich so halt auch noch nicht gesehen. Okay, ich mache hier die ganzen Kisten auf. Maybe Scooty oder so. Und du? Wahahaha. Wahahaha. Und schon wieder das Huhn halt, ne? Okay, hier haben wir eine Scooty. Aha. Let's go. So, zack. Das ist Nummer 174. Das heißt nur noch... Scrap, scrap, scrap. Nur noch 6 Stück. Ich freue mich. Es läuft. So, ich nehme mir mal das... Soll ich das Huhn nehmen zum Runterfliegen? Ist vielleicht besser, oder? So. Noch 26 Stück, sorry. Sorry. Noch 26, wenn ich gerade 6 gesagt habe. So, wir fliegen einmal darüber. Da ist auf jeden Fall das Erbsenloch. Da können wir einmal Käfer reintun. Da pflanzen wir noch eine Wundererbse rein. Zack. Und dann können wir da als Erwachsener auch hochfliegen. Ich hoffe zumindest. So. Ach ja, Feuer frei. So. Keine Skuldi? Doch. Alter, die hat aber auf sich warten lassen. Meine Güte. So, noch 25. Juhu. Es wird immer besser. So, ist da jetzt auch ein Stein vor? Natürlich ist da ein Stein vor. War tiefer Graben, ja. Okay. Dann würde ich sagen... Ah... Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir als junger Link halt auch da vielleicht hochfliegen müssen. Auf die beiden Dinger. Könnte ich mir gerade irgendwie vorstellen, weil... Mit dem Huhn kannst du zu leid... Wir können es versuchen. Wir können es versuchen. Aber das ist halt... Ja... Ich sag mal, ein Glücksgriff, ob ich dann an der Leiter hängen bleibe. Das ist schwierig. Ich glaube, die Bohne ist effizienter. Ich hoffe es zumindest, dass die Bohne effizienter ist. Versuche auf den Stein zu landen. Das war knapp. Naja, jetzt ist ja eh zu spät. Aber ich denke mal, mit der Bohne schaffen wir das auch, Leute. Ich würde auf jeden Fall erstmal als junger Link... jetzt auch in die Gerudo-Festung reingehen. Und gucken, was wir da so holen können. Ich war noch nie als junger Link in der Gerudo-Festung, Leute. Das ist ein... der allererste Besuch. Ba, 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 ba. Normalerweise ist das für Kinder untersagt. Ob da oben ein Herzteil ist oder auch eine Skulti? Gute Frage. Na, 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 na. Ja, es fehlen halt immer noch 5 Herzteile, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Herzteil bekommen für
Die Scooties? Und ansonsten, keine Ahnung, wo noch vier Ärzte herkommen sollen. Vielleicht zielen Jungs nicht als Mann, Welpenschutz. Naja, ja, okay. Ich meinte jetzt auch eher, auch als Kind durftest du da ja nicht rein. Die haben dich ja damals auch nicht reingelassen. Normalerweise steht da ja immer einer, also da steht ja auch jetzt einer, wir können ja mal fragen, was sie sagt. Wir fragen mal, was die sagt. Oder sagen, wahaha, do you think you're disgust? How funny. Was heißt disguise? Disgust? Ach so, sorry. A kid like you has no business wear. Okay, wir dürfen nicht hier rein. Ja, jetzt sind wir halt Verkleidung, genau. Ja. Wegen den Hasenohren. Gut, dann sind wir doch jetzt... So, Nacht und rein da. Da, 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 da. So, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was jetzt hier so läuft. Ich würde jetzt erstmal in die Wüste gehen. Da können wir ja eh nicht so viel machen, weil theoretisch sind da nur Kisten. Ach nee, warte mal, guck mal. Nee, guck mal, wir können ja doch da rein. Vielleicht geht's wirklich. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da können wir nicht. Wenn sie dich jetzt ins Gefängnis schmeißen, darfst du sie verklagen. Ich glaube, da hätten sie schon was gesagt. Okay, gucken wir mal hier oben auf den Turm. Okay, schon mal gar nichts. Menno. Boah, ist auch dunkel, oder? Gut, bei euch ist nicht so dunkel, sehe ich gerade. So. Ist abgesperrt. Krass, einfach alles abgesperrt. Ach nee, es war vorher schon abgesperrt, oder? Kann das sein? Hallo? Nee, eigentlich nicht. Was, Hot Soup? Hot Soup. Okay, ich gehe mal kurz hier reingucken. Was hier so los ist. Ob hier irgendwo Skulties rumhängen? Es ist Nacht. Die machen da alle Schotten dicht. Meinst du, es liegt daran, dass Nacht ist? Ich glaube nicht. Pac-Man holen. Oh, ich höre eine Skultie.